Ich heiße Ichigo Kurosaki. Ich bin 15 und Oberschüler. Mein Vater ist Arzt. Leben und Tod gehören bei uns daher immer schon irgendwie zum Alltag. Vielleicht ist das ja auch der Grund dafür, dass ich Geister sehe. Ichigo macht gerade eine sehr harte Zeit durch. Ja, er hat gesagt, dass er neuerdings viel mehr Geister sieht als sonst. Ich, mein Freund, bin ein Shinigami. Ich habe ihn zur Soul Society geschickt. Ihr Menschen würdet vermutlich davon sprechen, dass er erlöst worden ist. Ich dachte, du hättest dich schon längst wieder auf dem Weg zu dieser komischen Soul Society gemacht. Dorthin kann man nur zurückkehren, wenn man ein Shinigami ist, klar? Im Augenblick fehlen mir die Fähigkeiten dazu. Ich rede davon, dass du mir gestern Abend einen Großteil meiner Shinigami-Kräfte geraubt hast, mein begriffsstutziger Freund. Und aus diesem Grund wirst du mir von nun an bei meiner Arbeit als Shinigami helfen, und zwar so lange, bis meine Kräfte wieder vollständig zurückgekehrt sind. Ich habe immer noch keine Entscheidung gefällt. Ich bin nun einmal kein Held. Ich kann dir daher auch leider nicht garantieren, dass ich mein Leben für andere Menschen riskieren würde. Aber ich bin auch kein erbärmlicher Feigling, der tatenlos dabei zusehen würde, wie anderen Leid zugefügt wird. Du kannst auf mich zählen. Ich weiß nicht wer, aber ich weiß, was du bist. Du setzt Shinigami-Techniken ein, stimmt? Ist ziemlich schwach für einen Shinigami und viel zu leicht zu durchschauen. Ein Shinigami, wundervoll.